R-E-W-I-N-F-I-D-E. Mann, hör doch auf, du Idiot! Bist du dumm? Mach du... Meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack. Es ist gerade 1.52 Uhr in der Nacht, meine Freunde. Wir haben bis gerade an einem Projekt gearbeitet, weil es die Tage online kommt auf meinem Kanal und dem Kanal von Nixtaboy, Leute. Es hat etwas mit Musik zu tun und es wird geisteskrank gut. Mehr kann ich dazu aber jetzt noch nicht sagen, weil ich sonst ein bisschen Ärger bekomme von Leuten, die involviert sind. Die bringen mich um, Leute. Das ist ein bisschen gefährlich. Was gar nicht so gefährlich ist, meine Freunde, ist an dieser Stelle Minecraft und darüber reden wir jetzt, beziehungsweise Craft Attack, Leute. Denn im gestrigen Livestream ist wieder einiges passiert. Bevor ich jetzt zeige, was wir alles erbaut haben, Leute, genießt erstmal diese wunderschöne 1 Minute, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden Timelapse, je nachdem, wie lang sie wird, Leute. Ganz viel Spaß damit jetzt an dieser Stelle. Leute, ihr habt, glaube ich, schon gesehen, was wir gebaut haben. Und zwar ist dieses unglaublich geile Torhaus entstanden. Bevor ich euch jetzt zeige, Leute, was da alles hintersteckt, erkläre ich erstmal, was das überhaupt für ein Torhaus darstellen soll. Und zwar, meine Freunde, ist das kein normales, gewöhnliches Torhaus, denn dieses Torhaus, Leute, hat ein paar Sachen versteckt. Wir haben hier oben eine Sache, die vielleicht auffällig sein könnte. Dann haben wir hier nochmal eine Sache, die eventuell auffällig sein könnte. Und hier haben wir nochmal eine ganze Reihe an Dispenser, meine Freunde. Im ersten Anschein scheint das Ding komplett normal zu sein, Leute. Gehen wir aber rein und ich ziehe an diesem Hebel, Leute, passiert Folgendes. Das böse Inhalt des Tores offenbart sich, Leute. Schaut euch das bitte mal an. Schaut euch das bitte mal an. Wir haben ein doppeltes Lavatur, meine Freunde. Die Lava fließt automatisch hier unten drin ab. Und wenn ich Pech habe, bin ich hier als Eroberer. Sprich, in dem Fall quasi sogar eventuell als ihr hier gefangen, meine Freunde. Und kommen hier nicht mehr raus. Von oben werden eventuell noch Gifttränke und Pfeile auf euch niederhageln. Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Wer hier einmal drin ist, meine Freunde, stirbt auf jeden Fall einen ekelhaften, räudigen Tod. Aber, meine Freunde, und dementsprechend, meine Freunde, feiere ich dieses Tor so sehr. Weil, wie gesagt, wenn man sich halt denkt, okay, ich durchbreche die erste Lavamauer und kommt dann weiter. Die zweite Lavamauer schneidet auf jeden Fall den Weg ab, Leute. Und dann gibt es kein Durchkommen mehr. Wie gesagt, nicht mal mit einer anständigen, mit einer anständigen Eisenrüstung oder sowas, kommt ihr da durch lebendig, denn selbst wenn ihr da durchkommen solltet, meine Freunde, warten hier vorne auf jeden Fall noch ein paar richtig, richtig böse Gestalten, die euch gerne den Chaos machen mit Pfeilen und Bogen, bis an die Zähne bewaffnet, meine Freunde, und dementsprechend kann das ganz, ganz schnell für euch böse enden. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach oben, Leute. Das Ding haben wir, wie gesagt, gestern im Livestream gebaut. Ich bin dann irgendwie auf diese Konstruktion gekommen, weil man kann hier quasi rüberlaufen, außer halt diagonal. Wenn man halt ein bisschen blöd läuft, fällt man halt quasi da rein. Aber eigentlich ist es meiner Meinung nach die sicherste Möglichkeit, ein Loch so zu verschließen, dass man noch immer Pfeile durchschießen kann. Also man hat ja immer noch die Möglichkeit, komplett die Pfeile durchzuspammen, weil die einzelnen Blöcke halt nicht miteinander connecten. Das ist ganz schön. Und man kann hier theoretisch immer noch rüberlaufen. Wenn man halt Pech hat, kann man natürlich reingeschossen werden und natürlich dann unter dem Gegner landen. Das ist dann eigene Dummheit oder einfach nur Pech, Leute. Aber ich glaube, dass die Chance, auf jeden Fall jetzt da runterzufallen, deutlich minimiert worden ist, Leute. Vor allem, wie gesagt, selbst wenn ich hier gerade diagonal rüberlaufe, sehe ich gerade, dass es auf jeden Fall eigentlich gar kein Problem ist, hier irgendwie runterzufallen. Das ist eigentlich relativ schwierig, Leute. Und dementsprechend eigentlich schon ziemlich safe. Gehen wir mal ganz kurz nach unten, meine Freunde. Kommen mal ganz kurz zur Redstone Contraption, beziehungsweise zur eigentlichen Schaltung, die dahinter steckt. Ihr seht hier auf jeden Fall, dass ich hier ein kleines Auffangbecken für die Lava hier unten gemacht habe. Hier sind überall Fackeln, damit hier bloß keine Mobs spawnen. Wenn hier ein gottverdammter Creeper spawnt, meine Freunde, ich raste aus, ich beiße meine Tastatur kaputt. Ich würde heulen. Tagelang, Leute. Die Schaltung ist zwar nicht so dermaßen kompliziert, aber es hat echt eine Menge Zeit gebraucht, bis das Ding dann endlich mal einwandfrei funktioniert, Leute. Ich versuche es aber trotzdem mal so einzustellen, dass wir vielleicht da oben die Dispenser durch Pistons austauschen. Ist aber relativ schwierig, weil wir da oben nicht so viel Platz haben. Müssen wir mal schauen. So, so ist das Ganze wieder verschlossen, meine Freunde. Alles wieder auf Ursprungszustand. Es sieht so aus, als wäre nie etwas gewesen. Und dieses Tor ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine echt ziemlich nice Erfindung, die wir uns hier reingelassen haben. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir mit dem Ding echt eine Menge, Menge Leute abwehren können. Ja, kommen wir nochmal hier vorne zur Insel. Ich habe hier heute angefangen, eine kleine Brücke zu bauen. Die würde ich jetzt heute nicht fertigstellen, denn ich würde gerne heute erstmal was anderes mit euch machen, meine Freunde. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Diese kleinen Inseln werden, wie gesagt, überall verteilt werden. Ich habe gestern zu Patrick auch noch gesagt, Leute, dass es ganz interessant wäre eigentlich, wenn wir hingehen würden und quasi ein unterirdisches Tunnelsystem machen, Leute. Und überall auf dieser ganzen Roadmap, die ihr nochmal eingeblendet seht, eventuell kleine Wachtürme verteilen. Das heißt, wir haben dann quasi
quasi unterirdische Wachturmtunnel, meine Freunde. Könnt direkt mit einem Minecraft-Aufzug nach oben in den Wachturm an die TNT-Kanone, Leute, und direkt ballern auf unsere Gegner. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine echt ziemlich nice Sache. Zumal der Gegner eigentlich erwartet, dass wir so schnell die Position tauschen können. Das ist halt mit einem unterirdischen Tunnel, der dann natürlich mit Eis oder eventuell mit einer Minecraft-Strecke oder sonst was bestückt wird, meine Freunde. Auf jeden Fall echt ziemlich überraschend. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall beim Gegner für einen richtig guten Schreckmoment sorgen. So, da ja sehr viele Leute schon die ganze Zeit fragen, Grevi, wann kommt denn das Ganze endlich online und wann geht das hier überhaupt los und wie können wir uns überhaupt bewerben, Leute? Die Infos kommen frühestens im Januar, weil wir das Ding natürlich erstmal so weit fertig bauen müssen, dass wir überhaupt sagen können, jetzt sind wir bereit für einen Angriff von euch, Leute. Wenn wir jetzt hier direkt 100 Leute auf den Server lassen, ihr zerlegt uns innerhalb von Sekunden, so viele Leute, wie ihr seid. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen vorbereiten dürfen. Sobald wir auf jeden Fall so weit sind, dass wir alle sagen, ja, jetzt könnten wir uns langsam einen Angriff gönnen, meine Freunde, dann werde ich auf jeden Fall sofort ein wunderschönes Tutorial-Video machen, meine Freunde, wie das Ganze da funktioniert auf meinem Server. Ich denke mal, ich werde das Ganze dann immer so verlosen und die einzelnen Streamer können mir dann quasi euren Namen mitteilen. Ihr werdet dann auf den Server gewitelistet. Dann gibt es ein kleines Public-Event auf dem revizeit.tv-Server, meine Freunde, wo wir dann alle gemeinsam miteinander oder auch gegeneinander in dem Falle spielen können. So viel auf jeden Fall dazu. Es sind auf jeden Fall noch weitere Sachen geplant. Wie gesagt, wir haben das Ganze ja rundenbasiert ein wenig aufgebaut und haben uns überlegt, okay, wäre es nicht cool, wenn wir hingehen könnten, unsere eigentliche Basis immer weiter ausrüsten von Runde zu Runde. Das heißt, stell dir mal bitte vor, in der ersten Runde gewinnt ihr, dann haben wir theoretisch ein bisschen weniger Zeit. Gewinnen wir aber, Leute, haben wir mehr Zeit bis zum nächsten Mal und können diese Zeit dann sinnvoll nutzen, um das Ding halt noch krasser, noch fetter, noch sicherer und so weiter und so fort auszubauen, Leute. Ich glaube, das ist ein ganz cooles System. Vor allen Dingen, wenn wir daraus dann ein regelmäßiges Konzept machen, was sich dann einmal im Monat abspielt, meine Freunde. Nennen wir es irgendwie, keine Ahnung, Battle Royale à la Craft Attack, irgendwie sowas, Leute. Wird auf jeden Fall ziemlich nice. Wir haben auch überlegt, das Ganze ein wenig Survival Games-mäßig zu gestalten. Das heißt, dass wir überall Kisten auf der Map verstecken. Das haben wir auch noch überlegt, meine Freunde. Ich habe mir nämlich ausgedacht, dass jeder eventuell hingeht, beziehungsweise jeder Streamer oder jeder YouTuber in diesem Fall halt, die Erlaubnis hat, eine kleine geheime Kiste mit einem Item seiner Wahl irgendwo zu verstecken in der Nähe von der Rebellion. Und diese Kisten könnt ihr finden. Das heißt, da können dann legendäre Items drin sein. Da kann aber auch nur Kacke drin sein, je nachdem, wie nett dann euer YouTuber zu euch ist. Finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool, weil ihr dann die Möglichkeit habt, quasi nochmal rumzulaufen, diese legendären Items oder halt die Kackkisten, je nachdem, was da drin ist, zu suchen und damit eventuell noch eine weitere Chance zu haben, gegen uns vorzupreschen. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall gestern Abend alles im Livestream passiert. Es geht auf jeden Fall, wie gesagt, wie ihr vielleicht sehen könnt, ordentlich voran. Hier Rotpilz ist auf jeden Fall auch mit am Start. Ich warte gerade noch auf Noah und Kevin, die kommen jetzt auch die Tage dazu, Leute. Und dann wird hier auf jeden Fall richtig krank ausgebaut. Also ihr seht auf jeden Fall schon, dass wir richtig krasse Fortschritte gemacht haben jetzt in der Zwischenzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht immer mehr Spaß. Vor allem freue ich mich richtig darauf, wenn die Mauer endlich mal in der See steht, meine Freunde, und wir halt endlich damit anfangen können. Die ganzen Fallen und so weiter und so fort. Lavawelle und Pfeilkanone und Giftkanone. Leute, es gibt so viel, was wir noch nicht gezeigt haben, was wir vorhaben. Wenn das alles mal gebaut ist, wünsche ich euch echt, wie gesagt, richtig viel Spaß dabei, dieses Ding jetzt zu erobern. Ich denke, ich werde auf jeden Fall bereits vor Weihnachten anfangen, die Mauer mal abzustecken, beziehungsweise mit der Grundsteinlegung der Mauer anzufangen, Leute. Das ist nicht nur wichtig, meine Freunde, sondern vor allen Dingen auch für uns ein echt symbolischer Akt, weil wir dann quasi damit endlich beginnen können, die Mauer auszubauen, Leute. Ihr wisst, dass die Mauer quasi, die außenrum steht, ja nochmal das größte Verhältnis darstellt. Das hier ist ja nur der innere Festungsring. Und wenn die Mauer außerhalb endlich mal angefangen ist, Leute, wird das auf jeden Fall etwas komplett anderes. Also es gibt auf jeden Fall echt noch eine Menge zu tun, Leute. Aber ihr seht, wir arbeiten auf jeden Fall hart dran. Und wir haben auf jeden Fall echt Bock, das Ding hier so groß und fett wie möglich für euch zu machen. Es kommen auf jeden Fall noch eine Menge Farmen dazu. Und wir werden auf jeden Fall noch Strip-Mining-Gänge anlegen müssen. Wir werden so viel Offscreen farmen müssen, meine Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich jetzt schon in diesen verdammten Tunnel darunter gelaufen bin und Redstone hochgeholt habe, weil wir einfach keinen Redstone mehr hatten. Es mangelt quasi gerade an allen Ecken und Enden. Wir haben nicht mehr genügend Cobblestone. Ich meine, ich musste hier vorne erstmal die Kisten alle verschieben, Leute. Schaut euch mal bitte an. Wir haben fast nichts mehr an Cobblestone. Cleanstone ist noch ein bisschen was da. Aber sonst sieht es eigentlich echt mager aus. Wir müssen auf jeden Fall echt mal jemanden finden, der hier irgendwie nochmal ein bisschen was dabei steuert. Ich warte auf jeden Fall echt sehnsüchtig auf Kevin, meine Freunde, auf G-Time, dass der hier auf jeden Fall mal sein Hintern hin bewegt. Das ist auf jeden Fall echt extrem wichtig, weil der Boy ist einfach nicht nur hobbylos, sondern hat er vor allen Dingen auch eine Menge Items, die er hier mitbringen kann. Petter hat dann gestern im Stream nochmal hier ein wenig an den Inselverkleidungen gebaut. Diese werden auch nochmal irgendwie mit Obsidian verkleidet, habe ich mir gedacht. Weil sonst hättet ihr einfach die Möglichkeit, quasi euch in die Insel reinzubuddeln. Das wollen wir auf jeden Fall an dieser Stelle verhindern. Und dementsprechend ist, glaube ich, so eine kleine Obsidian-Mauer, die das Ganze nochmal umgibt, eine gar keine so schlechte Idee. So, ich würde sagen, Leute, ich führe mal ganz kurz hier die Stelzen weiter nach unten, denn das muss ja auch nochmal passieren hier. Das kann ja nicht alles offen bleiben hier. Hier kommen auf jeden Fall auch noch ein paar geheime Sachen rein. Ich werde auch ein paar geheime Sachen extra offscreen bauen, meine Freunde, damit ihr nicht darauf vorbereitet seid. Weil stellt euch mal vor, ich würde euch alles zeigen. Das wäre natürlich dumm. Dementsprechend werden auf jeden Fall ein paar Sachen einfach offscreen gebaut. Und dann könnt ihr euch dann selber davon überraschen lassen, was dann quasi im großen Battle passieren wird, Leute. Ich sag nur so viel. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Pläne, die wir auf jeden Fall nicht mehr teilen werden. Aus gutem Grund, Leute, weil wir natürlich den Überraschungsmoment dafür uns nutzen wollen. Arbeit unter Wasser sind natürlich immer so eine Sache, Leute. Macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß, ist vor allen Dingen einfach nur anstrengend und nervig. Und das Ding ist halt, dass ich mein Wassereimer vergessen habe. Ich habe mir diese Taktik angewöhnt, dass ich quasi immer mit dem Wassereimer irgendwie unter Wasser Luft holen kann. Wo ist denn hier ein Skelett gespawnt? Habt ihr das gerade gehört? Da ist irgendwo ein Skelett gewesen. What the fuck geht denn hier ab, Alter? Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch extrem todesmüde. Vielleicht habe ich es mir auch gerade eingebildet, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin auf jeden Fall echt froh, dass wir gestern so einen großen Fortschritt gemacht haben. Freue mich auf jeden Fall darüber, dass das Tor im Livestream schon so extrem abgefeiert worden ist, meine Freunde. Und kann mich da auf jeden Fall nur für die rege Beteiligung im Chat und im Stream wieder bedanken. Leute, ich würde sagen,
sagen, das war's von diesem wunderschönen Part von Craft Attack. Checkt auf jeden Fall mal gerne meinen Livestream aus. twitch.tv/Revenzeit, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das war's soweit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen bei einer weiteren Folge von Craft Attack wieder mit einer weiteren krassen Entwicklung hier bei der Revolution, Leute. Macht euch auf jeden Fall auf den Spielmodus gefasst. Es wird auf jeden Fall enorm krass werden, Leute. Und damit bin ich raus. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.